Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir jetzt heute in Draenor durchstarten und diesmal wollen wir mal nur Bonusziele machen und da dementsprechend schauen, wie schnell man das machen kann. Mir wurde gesagt, dass man es anscheinend sogar eine Stunde durchballern kann. Wir haben jetzt noch zwei Leute dabei, die ja hier uns noch durchcarryen, wo es noch ein bisschen schneller geht. Ich habe jetzt gerade schon den Timer angemacht und zusätzlich habe ich alle möglichen Buffs, die wir hier hochstacken können. Und zwar haben wir jetzt den Warmode an. Wir haben einmal das Destillat drin mit 10%. Dann haben wir hier den Trank aus Ergani für 20% und den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff auch nochmal für 10%. Also 20, 30, 40, 50, 60% plus nochmal, ich glaube 55 sind es auf dem Gear. Da kommt schon einiges zusammen, was man an mehr Prozenten hat. Ja, und als erstes, also wir werden jetzt einfach nur die Bonusziele machen, beziehungsweise die, ja, die Schätze, die so grob auf dem Weg liegen, die nehmen wir halt mit, ne? Und jetzt klar, diese Quest, die hier noch ist, die kann man natürlich auch mitnehmen, das ist dann alles kein Stress. Mal gucken, ja, ich habe jetzt den Timer unten auch an, mal schauen, wie schnell wir dann sind, um auf Stufe, ja, 100 zu kommen. Mittlerweile, ich bin schon Stufe 91, ne, ich habe ja noch ein paar Instanzen fertig gemacht in Draenor, dass hier Pico nur ein bisschen aufholen konnte. Eine Kiste. Na, schau, die Kiste hat mir Level abgebracht. Das bringt schon echt viel dann, ne? Also wenn du dann wirklich alles gestackt hast, müssen wir bloß noch kurz warten, bis unsere Carry Chars quasi kommen. Sind jetzt quasi drei. Ach, schau mal, hier ist das der Shadow von vorhin? Das ist der Shadow von vorhin. Der hätte halt voll profitiert jetzt, ne? Wenn ich den nicht rausgeschmissen hätte, aber der hat nichts gesagt, was er will. War nur krass. Nur doof, dass wir uns gegenseitig die Dinger klauen mit den Tränken. Ach so, die Pilze, ja. Das, ja, stimmt, das ist ein bisschen blöd an der Stelle. Aber man kann immer sich in die andere Richtung. Ja, genau, man kann sich ein bisschen aufteilen. Die Flügel müsste ich mir auch mal wiederholen. Die sehen echt nice aus, ne? Muss jeder diese NPCs selber anklicken oder hat das jetzt für dich mitgezählt? Sonst musste die in den ganzen Laden hier doch ablaufen. Wildsaft gesammelt, so ein Dreck aber auch. Hier ist halt noch so ein Typ, ne? So eine Katze. Ach, das ist der, den ich eingeladen habe. Okay, nevermind. Ich dachte mir gerade, wo kommt der denn her? Aha, Charmy T6 Set am Start. Dick sieht's aus, ja. Oder das war doch das T6 oder war das das rote? Das war aus Grab mal mythisch. Das, was du anhast? Okay, dann war das. Ja. Dann sieht es aber so ähnlich aus. Das rote war Elite. So das Black Temple, das ist halt genau das gleiche, bloß ein bisschen uncooler. Stimmt, die hatten ja da die Sets nochmal neu aufgesetzt, ne? Ja, stimmt, da war was. Aber ich meinte ja auch, dass das so aussah, bloß rot war im BT. Mhm. Ja gut, der Priester hat ja mit uns nichts zu tun, der hat sich bei mir eingeladen und hat dann aber nichts mehr geschrieben. Von dem her wusste ich halt auch nicht, was genau ich mit dem jetzt anfangen soll. Gut, dieses Bonusziel ist halt blöd, weil du was aufsammeln musst, ne? Da bringt's dir auch nicht viel, wenn du dann Leute hast, die carryen, weil du musst es halt selber sammeln. Was hat das jetzt gebracht? 150.000 habe ich jetzt gekriegt. Das ist echt nicht schlecht, ja. Brauch halt 400.000, ne? Das ist halt schon echt ordentlich, was du da kriegst. Gut, dann können wir weg. Weiter. Achso, du brauchst noch welche. Ei. Gleich habe ich's. Jojo. Liegt schon mal in die Richtung vom nächsten. Das nächste ist da unten, das mit diesen astralen Elefanten und diesem Gedöns, ne? Da können wir dann als nächstes hin. Dabei kann ich ja sogar noch ein paar Schätzle aufmachen. Ja, bin jetzt auch fertig. Komm. Wunderbar. Alle Tränke aktiv bei dir? Ja. Ja, habe ich. Also das ist wirklich einiges, ne, was du hier reinschmeißen kannst mittlerweile.
Weißt du, wenn du jetzt noch diesen Gem noch mitnehmen könntest. Am besten in jedem Item-Slot, das wäre noch richtig nice. Wisst ihr, wo ihr hin müsst? Nächsten Bonusziel, ne? Genau, einfach zum nächsten Bonusziel. Bis ihr da seid, mache ich hier jetzt noch die Dings auf. Die Schätze. Mal noch ein bisschen was mitnehmen. Fliegen gleich in 3 Sekunden über deinen Kopf hinweg. Ah, gut, dann gehe ich jetzt weiter darüber. Nächsten. Wollen ja hauptsächlich über die Dings machen, ne? Nur in der Downtime mache ich halt quasi ein paar Schätze auf. Oder wenn die eh in dem Zielbereich liegen. Mal gucken. So, jetzt. Dreiviertel Level habe ich jetzt schon 5 Minuten. Das ist, denke ich mal, ganz gut. Also das nächste Max, ist. Max-Level-Chars können hier alles killen und wir können ja die Schätze an den Steinen aufsammeln. Genau, das war mein Plan. Alles looten, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. War das auf der anderen Seite? Ach doch, das war doch die Schale. Ich dachte mir doch gerade. Das ist halt hier auch ganz gut, weil da ziemlich viele P bekommst du das ganze Zeugel. Also nur 22k, ne? Das ist halt schon ordentlich. So, was brauchen wir denn? Geisthafte Dings brauchen wir jetzt noch. Perfekt. Hier ist noch so ein Schatz, den können wir noch mitnehmen. Und dann können wir eigentlich zum nächsten weiter. Du müsstest jetzt auch ein Level haben, ne? Ja. Wunderbar. Also das nächste ist da hinten, wo das Schwert ist. Bloß das Schwert an sich lohnt sich nicht, bis diese Bäume da rauskommen. Das dauert ewig. Dann müssen wir die Eier wahrscheinlich am besten aufmachen. Und die können die Mobs umboxen. Dann ist, glaube ich, hier nochmal eins. Und sonst. Kann überlegen. Nee, sonst war es das, glaube ich. 4 hast du hier, ne? Und in Gorgon, da ist halt richtig viele. Aber da musst du, glaube ich, auch die eine Quest machen, dass du alle Bonusziele freischaltest, ne? Also das Sägewerk irgendwie, das hängt dann irgendwie an dem Dings dran, dass du alle Nö, Bonusziele also ich hast. bin mit 92 einfach hingeflogen und die sind da. Waren Ja, bei alle mir auch da? so. Okay. Gut, dann habe ich wahrscheinlich das Sägewerk immer mitgenommen. Ich habe da überhaupt nichts gemacht. Okay. Also irgendwie, dann war es bei der Horde, glaube ich, so, ne? Also ich bin bei der Horde hin, aber es sofort alles geht. Hm, okay. Ah, die Eier zählen nicht für die anderen, oder? Nee. Selber machen. Blöde Eier einsammeln. Ich hoffe, die verschwinden halt nicht, ne? Wenn ich die jetzt einsammle, dass die bei euch weg sind. Aber es geht trotzdem wesentlich schneller. Am besten sind halt die, wo du nur Mobs töten musst, ne? Das ist dann halt instant. Aber ich kann mich nicht beschweren. Als Druid hast du bei so Sammelsachen halt schon echt einen Vorteil, ne? Du musst halt nicht jedes Mal ab und wieder aufmounten, sondern kannst halt alles von der Luft aus looten. Das ist halt schon echt entspannt. Ja, ich bin durchgehend infight wegen den scheiß Viechern hier. Mach ich schon. Mal gucken, wie viel ich schneller bin als du. Am Ende, wenn ich halt dann immer noch ein bisschen Zeit habe, so Sachen einzusammeln, weißt du? Und du hast einen Ring mehr. Stimmt, ich habe einen Ring mehr, ja, die 5%. Ein bisschen was machen die bestimmt aus, ja. Halt, warte mal, war da noch eins? Zack. Ah ja, ich sehe 450. keine.
Ich hab sie alle. Den hab ich. Den. Ah ja, schon mal weiter. Das nächste ist dann hier diese Vögel und die Wölfe musst du killen, ne? Da hinten. Eine noch. Also ein paar Schätze kann ich schon nebenbei noch aufmachen, bis ihr da So, seid. bin ready. Wunderbar. Dann weiter. Nachdem geht's nach Gorgon rüber. Genau, danach können wir nach Gorgon drüber. Da bist du ja, glaube ich, ja, da kriegst du ja eh den Flugpunkt. Ja, dann bin ich eh schon 94, ne? Das ist echt krass. Das ist echt krass. Hier müssen wir einfach nur die Vögel hier umboxen und die. Nee, hier diese Echsen, genau, das Zeug. Muss aber in diesem Gebiet drin stehen bleiben, ne? Das ist total blöd. Weil teilweise sind die so ganz am Rand. Hier auf den Stein, ne? Da fällst du, glaube ich, weg. Nice. Wollen wir denn jetzt? Brauchen wir nur noch die Dings. Kleinen Viecher. Hier, schau. Ich glaube, die sind im Norden. Hier oben irgendwo ganz viele. Sowas geht dann halt echt schnell, ne? Wenn du so nur so Kill-Sachen hast. Okay, aus dem Gebiet da hast du nicht raus. Okay, passt. Perfekt. So, dala. Dann können wir jetzt eigentlich nach Gorgon rüber. Warum war denn der Bengi braucht nur zwei von den Vögeln? Achso, ja, können wir schnell umhauen. Dann zu Garnison hoch. Ruhestein habe ich jetzt noch nicht ready da. Dann können wir ja Gorgon machen. Und dann über Talador runter nach Dings, nach Gorgrond. Nach, nicht nach Gorgrond, nach Spitze von Arrak. Mit der Kurzwaldboss umhauen, morgen raus, Lude. Meinst du, es klappt? Ja, ich hab in die letzte 5 Tage von Kettletask dreimal Mount gezogen. Also, Warum gehst du denn da so oft rein? weil du bei der 5-Mann-Ini da Rufe Offensiv wieder zur schmetternden Sonne bekommst. Ah, okay, und dann farmst du, oder wie? Ja. Ja, na gut. Mal die ganze Rufe-Achievements da mal. Ist das nicht dabei bei den Dings-Achievements, bei den Timewalker-Marken? Kriegst du das da nicht? Ja, aber ich ja zurzeit nicht abonnieren, ich habe gerade eh nichts im Tor. Ja, gut, okay, ja klar, aber da kann man ja auch relativ gut Ruf sich holen, ne? Ja, mir fällt jetzt beim Crusade nur noch die Okrilla und das Schmerz der Offensive. Okrilla war, glaube ich, relativ viel Dailies machen, oder? Das waren noch die im Shellgrad. Ja, aber das fange ich erst gar nicht an. Ja, gut, muss halt einigermaßen regelmäßig die Dailies da machen, ne? Das ist halt schon krass, dreimal den schnellerweise Fallgeschreiter in 5 Runs. Ja, das ist echt krass. Ich weiß nicht, wie lange ich damals da rumgefarmt habe, auch für den Rabenfürsten und so. Das waren so die ersten Naja, Mounts, die ich da richtig wenn du gefarmt einmal habe. halt so einen Mount bekommen hast, bekommst du halt eh die ganze Zeit das Nachgeschmissen. Gehört. Aber irgendeiner aus meiner Gilde hat behauptet, dass das irgendwie davon abhängt, wie viel Spieler irgendwie in der Woche da reingeht. Dass nur bestimmte Anzahl von denen die Dinger abseilen könntet. Irgendwie so kompletter Schwachsinn da erzählt. Okay, das ist halt einfach, wenn du den Boss umhaust, wird halt Ja. intern gerollt quasi, ob du das kriegst oder nicht, ne? Dem,
Nach seiner Einschätzung ist halt, dass jeden Mittwoch so ein fester Dingens ist, dass zum Beispiel 1000 Mal Lichtkönig unbesiegbar in der Woche droppt und die erste 1000, die reingeht, hin halt. Das ist seine Macht ja gar keinen Ansicht. Sinn, dann würde ich Ja, ja nur mittwochs in den Raid gehen und ich alles weiß, habe ich mir andere. auch versucht zu erklären, aber. Nicht. Ja, und vor allem wenn es eine feste Anzahl wäre, dann wären ja bei Geschichten, wo kaum einer macht, müssten ja übelst oft droppen. Also. Der hat halt behauptet, weil ich halt dreimal in Folge das Mount so gehabt, dann habe Ach ich so. in Sonnenbrunnen Plateau gleich den legendären Bogen gezogen und in Dingens in Molten Core habe ich die zwei Fessel und das Auge von Sulfuras bekommen. Was, du hast beide Augen bekommen? In einem Run? Ja. Zurzeit Was? irgendwie, ich gehe überall rein, bekomme halt sofort alles. Was? Weißt du, wie lange ich in MC gefarmt habe? Okay, das ist richtig krass. Ich weiß irgendwie, Was hast du da reingelackt? dreimal das scheiß Mount. Und ich kann es ja irgendwie, das wird ein ganzes Paar Porsche nachgeschickt. Okay, beide Augen gleichzeitig? Puh, Aber kann man das machen. halt, halt seiner Ansicht nach, weil da keiner mehr reingeht, heißt, dass ich das halt sofort bekomme, alles. Aber dann, ja, okay. Das sind immer so ganz abstruse Herleitungen. Habe ich auch nicht gehört, sowas. Vor allem, wie kommen die Leute denn auf sowas? Weil irgendwie der hat behauptet, dass auf Haft oder so das mal gestanden wäre. Das sind die ganz seriösen Quellen, ja. Aber das selbst das bezweifle ich. Er sollte vielleicht nicht immer am 1. April die Sachen lesen, ne? Da gab es diesmal auch schon wieder ganz gute April-Scherze, ne? So, da. Können wir da Hier oben bei ist dem? gleich das nächste Bonusziel bei mir. Wenn alle da sind, können wir ja loslegen. Oh, Horde. Töten. Arme Hordler. Die einen Viecher kannst du ja wegnocken, ne? Also das kann man auch mit dem Loadshar machen. Weg damit. Laser sie weg hier. Eine Flatterviech brauchen wir noch. Das ist halt ganz gut, so kannst du dich ein bisschen aufteilen, wenn du mehrere Hochlevelige hast, ne? Ja, die musst du eigentlich nicht killen, die kannst du alle wegkicken. So, das sind wieder 150k. Bin auch durch, ja. Super. Das nächste ist hier unten mit den Hydras. Oder wir. Naja, gut. Man muss eigentlich eh einmal hin und her fliegen, ne? Das hilft ja alles nichts. Oder wie heißt das? Ist der Plural Hydren? Wahrscheinlich. Hydranten. Hydranten. Das wird's sein, ja. Da bin ich mir relativ sicher. Der Druid das eine Ding auch fertig, weil der noch ein bisschen da weiter hinten ist. Jetzt kommt er, aber weiß nicht, Okay. vielleicht hat er es nicht geschafft. Am besten immer komplett, wenn wir zusammenbleiben, ne? Dann hast du es am einfachsten. Killer, wir haben ein Problem. Was denn?
Wir werden beobachtet. Wem denn? Wix schaut uns zu. Okay, und jetzt? Ja, ich glaube, du musst den Stream beenden. Geht nicht. Okay. Warum darf er nicht wissen, dass du nur auf bist oder was, was ist jetzt los? Hast mich erwischt. Scheiße. Also, keine Ahnung. Stell dir mal vor. Hier, das nächste ist in der Dingshöhle drin. Das Bonus-Ziel ist einfach noch eine Freiheit. Ja, definitiv. Rein in den Laden. Die Höhle ist echt kacke, wenn du hier allein reingehst. Dicke, die Höhle. Da kriegst du diese ganzen Kack-Debuffs drauf, das ist so ätzend, ne? Gibt's, ja, dann wirst du ja wahnsinnig, oder was kriegst du dann, ne? So ein Debuff. Ja, genau, das ist, ach. Ich kann das, warte mal, hier entgiften, ne? Oh, warte mal, hier ist ein Hordler drin. Aber der ist nur 95. Weißt du, wenn der, was sonst ist der Dunkelmodi-Jahrmarkt-Buff weg. Hordler, Hordler, Hordler. Also ist jetzt... Wo ist er denn? Ich sehe ihn nicht. Nee, der ist irgendwie weg. Du hast dein Dunkelmond-Jahrmarkt war weg, mal. Mom. Und tot. Naja. Ja, es ist schon was hier. Noch 9 Pfahle brauchen wir. Wo sind die Pfahlen? Ja, die hat der Hordler weggemacht. Ja, jetzt nicht mehr, es ist schon tot. Naja, gut, dann hat er es doch verdient gehabt zu sterben. Ist dabei. Mal zurück zum Dunkelmond-Jahrmarkt. Das lohnt sich ja eigentlich auch nicht. Immer ätzen, wenn du dann gekillt wirst, ne? Terror fürs Tay, grüß dich. Hier oben sind viele. Bei mir. Fahlen. 6 Stück. Da sind noch 2. Hol sie mal zusammen. Das war's. Perfekt. Und raus aus dem Laden. Bisschen PvP ist gut für die Spannung, ja. Ja, mal schauen. Endlich gewinnst du mal beim PvP, ne? Jetzt geht's aber los hier. Ja, scheiß die Wahrheit. Sonst immer abgefarmt, oder was? Ja, ja. Wie läuft's denn mit deiner Katze als im PvP? Geht's so? Ach ja, ganz gut. Ich habe einen Hunter und einen Priester, dem wir Ding spielen. Die carryen mich so ein bisschen. Ganz gut. Ich muss ein bisschen Gear brauche ich halt auf jeden Fall noch. Und es gibt da so ein PvP-Trinket, das du einsetzen kannst. Und dann machst du direkt Schaden und so ein Debuff auf den Gegner, das Heal absorbiert. Ne? 100k Heal sogar. Das ist halt, das musst du eigentlich fast haben, um einen wegzubursten. Es ist einfach so stark. Aber bis jetzt geht's ja ganz gut. Muss mal gucken, wann die jetzt das nächste Mal wieder Zeit haben. Es wäre sogar noch in Sturmheim eine Invasion. Level 100 Zeit. Ja, aber so weit kommen wir heute jetzt nicht. Meinst du die Legion-Invasion? Ja. Ach so, das? Ja gut, die... Ja, das ist, als ob ich BFA-Invasionen meine. Weil BFA wäre nicht ab, deswegen habe ich mir... Hier noch so ein Pfosten haben wir alle, okay. Hier, den Boss noch. Jo, den Boss müssen wir noch umboxen. Ach komm, ich komm rein und werd gefeiert. Er ist auch nicht hier. Tötet ihn! Ich hab eben Hardline noch. Ach so. Okay, der ist jetzt schon mal 96 Loft. Ja, da hinten, die können wir, jetzt müssen wir halt kurz zurückfliegen, da hinten die Sachen noch machen. Norden, ne? Hier, da gibt's ja jetzt noch ewig viele Bonusziele da oben. Da kannst du echt noch einiges mitnehmen. Ja, 24 Minuten. 5 Level habe ich jetzt schon gemacht. Das geht echt schnell. Da kannst du nichts sagen.
In Legion geht nach fast 2 Stunden. Ja gut, die können wir tatsächlich nachher vielleicht noch mitnehmen. Wenn wir echt schnell genug sind. Volker, Kuniko, Ogren. Also das nächste, was wir machen, ist das mit den Ogern. Das ist da oben. Da muss er lachen, hä? Weißt du, du bist mir schon so einer. Du bist mir schon so einer. Ich mag das Wort. Jetzt die Oge oder die Schwefelquelle da? Nee, zu den Ogern. Das ist ja das nächste, was auf dem Weg ist. Ach, die ist bei mir gar nicht anzeigen, Lul. Bei mir auch nicht. Die sind auch hier, ne? Diese Oger hier. Eigentlich sind es auch mal. Schau, deswegen meine ich, die müssen die Quest machen. So. Die ist nämlich jetzt nicht als Bonusziel. Ich sehe hier auch nichts. Und die Ding drüben auch nicht, die Botani, oder? Aha. Stimmt. Ja, da fehlen uns nämlich jetzt 2 Bonusziele. Siehst du, weil wir die Quest nicht gemacht haben. Das auch nicht, wer das vorhin behauptet hat. Ich hab das doch behauptet, dass das so ist, dass du die Startquest machen musst, dass du die Bonusziele hast. Schau, ich wusste es doch. Und dann wurde ich hier, ne? Ich weiß auch nicht von wem. Wurde ich hier überstimmt und sagen, nee, das ist nicht so. Dann dachte ich mir, okay. Es gibt genug Bonusziele für alle. Wir kommen hier so schon und viel zu schnell durch. Ach, das müsste so auch schon reichen, da hast du recht. Aber die sind halt alle direkt beieinander, ne? Also die, naja. Hast du halt wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht, also 2 sind es auf jeden Fall, vielleicht sind da, weiß jetzt nicht, wie viel da oben noch sind, dann. Ich glaube, das Questen würde sogar länger dauern. Ich würde das jetzt freischalten. Ja, gut. Geht eigentlich auch extrem fix. Oh, ich habe im Dings die Quest nicht abgegeben, sehe ich gerade. In der Instanz drüben. Jetzt haben wir da noch einen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die oben dann auch noch haben. Wie viele uns dann fehlen? Nee, ich glaube bloß nur die. Ja, eigentlich sind da oben nämlich noch 2, oder? Ja, und es fehlen uns 3 Bonusziele dann hier insgesamt. Ja, also 3 könntest du mehr haben hier in Gorgrond. Das ist nämlich bei meinem Hordenschau auch immer so. Gut, aber 110 wirst du sowieso noch. Ja, ich denke auch. Das dürfte jetzt nicht das Problem sein. Bin jetzt eh schon 107. 97 so rum, 107 wäre schön. Gut. Sind wir hier in Gorgorand jetzt gut durch schon? Ja, und jetzt können wir nach Talador rüber. Gibt's denn da 4 Mists geben? Ist Ruhestein schneller? Ich glaube ja. Bis wir da runter sein. Ich würde sagen, wir machen den Ruhestein. Das geht echt schneller. Bis wir da jetzt runtergeflogen sind. Talador sind 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Stück. Ne, 5 sogar. Ob es bei mir anzeigt. Ah ne, für das 5. muss ich auch gewestet haben. Ja. An alle in die Garnison. Ja, du hast das eine mit dem Tiger, das geht ganz schnell. Dann hast du das mit den Schreddern. Dann hast du das, wo du diese komischen Dinger abschießen musst. Und dann hast du dieses eine, wo du diese Portale schließen musst, ne? Was hast du jetzt? Ja, alles schnell. Der 5. hast du, glaube ich, auch nicht mit, da musst du vor irgendwas gewestet haben. Wo fangen wir an? Tiger, dann Holz? Ja, Tiger, dann Holz, würde ich sagen. Und dann unten die beiden. Dann können wir ja dieses Shatari-Ding machen, wo du dieses Abschieß-Ding machen und dann das Lager noch. Und dann kannst du ja schon nach unten weitergehen. Sachen selber anklicken hier? Blöden Tiger, echt. Ah, haben wir den Baum zu früh gekillt. Sind wir nicht. Also ich habe ihn nicht abgekriegt, den Baum, oder? Ich sehe es, ihr beide habt nicht gekriegt. Entschuldigung, ich dachte, es gibt mehr als nur einen. Und der gleich wieder. Dann kann man ja noch 1-2 Schätze hier in der Nähe mitnehmen.
Oder vielleicht oben das mit dem Holzdingens machen und auf dem Rückflug hier vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie großer Umweg das ist. Müsste ja eigentlich relativ zügig wieder da sein, der komische Baum. Weil hier liegen relativ viele Schätze in der Nähe, die kannst du halt da zu überbrücken quasi mitnehmen. Ja, Utum ist wieder da. Ja, warte, dann haut nicht um, ich bin gerade noch am Schatzlooten. Dann... Na siehst du, ich dachte mir doch, dass der relativ schnell spawnt. Okay, jetzt. Perfekt. Level up. Jo, dann lass zum Holz. Ich bin halt jetzt schon 98, ne? Obwohl wir drei Bonusziele im Gorgrund liegen lassen haben. Also, du musst halt echt nicht großartige Schätze aufmachen, ne? Das geht damit halt recht easy durch. Hätte ich halt. Also, du kannst halt echt in einer Stunde das hier durchballern. Richtig krass. Wie das mit den Bonuszielen ist, wie hoch die dann noch die EP bringen, ob das dann auch so wie mit den Schätzen ist oder ob die sofort halt aufhören, ne? Ich will jetzt noch gucken. Aber ich meine, die haben auch noch zumindest ein bisschen EP gebracht, auch wenn du über 100 drüber warst. So gefühlt haben sie jedes Mal pro Level nochmal 20% weniger gebracht. Ich glaube, bis 103 haben wir mal gemacht. Also bis dahin ist es, denke ich mal, auch noch einigermaßen effizient. Können wir gucken. Wäre theoretisch noch. Vielleicht 102 und dann so die Legion-Invasion mitnehmen. Ja. Mal da noch gucken. Komm, dann kommst du eh relativ gut weg. Muss ich mal gucken, was ich dann morgen mache. Ich wollte morgen noch ein bisschen dingsen. Oh ja, schauen wir mal. Das Holz zählt wahrscheinlich auch nicht für jeden, oder? Wieder was aufsammeln. So, da. Ach, das ist so angenehm, ne? Astrid, einfach alles von der Luft aufsammeln. So, bin durch. Ich auch. Wunderbar, weiter geht's. Dann haben wir das Shatar-Ding noch und dann hinten bei den Akora, ne? Dann können wir schon runterfliegen. Dann haben wir quasi noch, hier sind es, glaube ich, eins, es sind drei oder war hier nochmal eins? Ach, hier oben ist, glaube ich, nochmal eins, sind vier, glaube ich, ne? Und im Nagran sind es dann auch nochmal ein paar. Mal schauen. Gerade mal eine halbe Stunde durch. Ja, das ist echt richtig, richtig zügig. Habe ich ja gesagt, boah, vielleicht so eine Dreiviertelstunde. Weiß nicht, warum ich dann immer rumgebastelt habe, die ganzen Schätze aufgesammelt habe, ne? So geht's halt nochmal deutlich schneller. Weil mit Schätzen war es halt schon so 2,5 Stunden, was du unterwegs warst. Wo halt ein 120, der kurz durchmacht. Das geht halt echt zügig. Ich sehe noch kein Bonusziel. Ich glaube, da musstest du relativ nah dran sein, aber hier habe ich nie gequestet. Also das hast du immer auf jeden Fall so gekriegt. Heu. Doch jetzt. Ja, hier ja. Ist es. Ja, ja. Na, du musst ja ganz rein. Wir müssen ein paar von den Dingern abschießen, ne, und die in der Mitte killen. Genau. Die Dinger abschießen muss wieder jeder für sich. So. Ich sitze schon drin. Ledermaus-Ding. Aber es zählt auch, wenn ihr draußen die Viecher tötet. Bei Dämonen noch. Ah, muss ich anklicken und. Ja, genau. Okay, fertig. Das war zügig. Okay, hab auch fertig.
habe fertig. Wunderbar, und dann unten das eine noch, dann bin ich halt schon 99, ne? Wenn wir das nächste machen. Krass. Vielleicht wirkt der Trank schon nicht mehr. Leider. Leider. Das, da hinten war das irgendwo, ne? Weiter rechts, glaube ich. Guten Spitz von Ara kannst du gerade runterfliegen, das ist relativ angenehm. Hier rechts bei mir. Können wir gleich die Portale zumachen? Alle da. Du hängst. Du kommt noch. Aber da sind genug da, das ist kein Stress. Hast du nicht so einen blöden Boss, wo das nur einer machen kann? Zählen die Portale für euch auch? Ja. Perfekt. Das war's schon. Das ist halt, sobald du nicht so einen Kack sammeln musst, geht's halt echt zügig, ne? So, dann können wir schon rüber. Zum von Arak. Ja, Stufe 99. Was hast du denn jetzt so viel weniger als ich? Du hast den Ring nicht, ne? Und sonst hast du eigentlich auch alles drauf. Warte mal, hast du einen Dunkelmond-Diamant? Doch, den hast du auch drauf. Beide Tränke, Dunkelmond, Warmord. Eigentlich alles drin. Gut, du warst halt ein Level hinter mir, ne? Mal die Bomben nehmen. Zählen die? Für alle? Ja. Muss ich jetzt mal testen. Anscheinend ja. Dann können wir das mit den Bomben mehr machen. Bisschen verteilen. Müssen auch runter unten diese Einviecher killen. Bosse. Und einen auf dem Turm, ne? Genau, einen auf dem Turm und einen in der Höhle. Oh, ist gerade umgefallen? Achso, war es schon. Da war einer ganz schnell. Shit, okay, da werde ich. So, das mit dem Bomben machen wir gleich. Ein Ork brauchen wir. Obwohl, da unten sind auch ein Orks, ne? Das geht klar. Eine von den Höhlen. Ach, die habt ihr auch schon. Okay. Perfekt. Und weiter geht's. Was glaubst du, wie lange das Boost dauert, wenn du es allein machen musst? Ja, ewig, das ist so ein Dreck. Keine Ahnung, ich hasse das auch richtig. Die ganzen Elite-Mobs, die dazwischen drin rumstehen. Hier müssen wir da hinten den Boss dann noch machen. Wir dürfen bloß nicht sterben. Unser Dings-Buff weg. Jo, knapp. Du kannst Eis blocken, ich habe alle CDs gezogen. Mal ein so ein Ding brauchen wir noch. Eine Hydra. Ah, perfekt. So, beim nächsten werde ich 100. Mit deiner Prognose, dreiviertel Stunde, bist du ganz gut hingekommen. Ich bin gelevelt durchs Erkunden. 98. Joa, nimmt man auch mit.
Müssen wir halt mal gucken, wie viel wir jetzt durch das Zeug dann noch bekommen. Wenn wir dann noch so bis 102 oder so machen wollen, müssen wir wahrscheinlich eher noch ein paar Schätze dann aufmachen. Bis 3.30 Uhr ist die Version. Ja gut, bevor die Invasion abläuft, natürlich die Invasion, ist eh klar. Ich glaube aber, nach der Invasion hau ich mich dann auch in die Falle. Ist den Boss, den ersten Boss habe ich verpasst. Ah, haben sie den so schnell umgeboxt. Und dann können wir beim Hochweg dann nochmal gucken, dass wir mitnehmen. Da ganz oben rechts war der dann das letzte noch. Bonusziel. Und dann haben wir ja Nagrand noch. Ich glaube, in dem Frostfeuer gerade war es Allianz Lakaiens, da hast du ja nix. Gut. Scheißding. Der Typ ist schon wieder respawned. Na wunderbar, so. Siehste. Gut, wo, in Nagrand hast du, glaube ich, 3 Stück, ne? Ja. Können wir noch machen, die bringen... Jo, danke dir. Die bringen dann auf jeden Fall noch ein Level. Und, ja. Ich glaube, im Dings waren gar keine im Tanan-Dschungel. Da hast du, glaube ich, nix. So, öffnest noch ein paar Schätze. Ach so, auf dem Hochweg habe ich jetzt nur eins so mitgenommen. Aber so viel bringen die ja leider auch nicht, ne? Ach, vergiss es. Komm, lass mal die Scheißschätze liegen. Dauert bloß. Ja, am besten wäre es halt, wenn man auf so 102 quasi nach Legion geht. Das wird wahrscheinlich mit den Dings jetzt nicht ganz ausgehen, weil die ja auch immer ein bisschen weniger bringen. Aber ich denke mal, ein halbes Level komme ich jetzt noch hoch mit dem einen letzten da oben und mit denen in Nagrand wahrscheinlich auch nochmal ein Level. Dann bin ich 101 und ein halb, nehme ich mal an. Dann müsste man mal gucken. Dann können wir ja die restliche Zeit noch von der Stunde hier die paar Schätze noch aufmachen, die rumflacken und dann nach Legion gehen. Jetzt hat der ein oder andere da noch Bock, die Legion-Ding mitzumachen, beziehungsweise da kann man ja auch die Bonus-Dinger machen, ne? Dann kriegst du da noch relativ gut was zusammen. Wir müssen hier in diese Höhlen rein, die Bosse töten. Vielleicht könnt ihr in die Höhlen gehen, ich mach da mal die Eier auf. Block brauchen wir nicht. Weil das sind hier ewig viele Höhlen und die sind teilweise ziemlich verzweigt, ne? Jo. Komm, ich geh mit dir in die Höhle hier rein. Und kein Mount. Da ist Rückmau. Hast du Rückmau umgehauen? Vielleicht. Vielleicht. Du brauchst hier so eine Pexis-Scheiß, dass du das Ding aufmachen kannst. So, von den Robotern da an der Seite. Ich hab schon welche angeschossen. Komm ran hier.
Ja, aber ich glaube, das werde ich jetzt immer so machen. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, mein Bruder sucht uns irgendwo über mir. Ja, das hier ist immer so ein Rotz. Das ist, weiß ja. ich nicht. Die Höhle war hier rechts. Da war der Eingang. Ja, aber da bin ich doch gerade in der Höhle. Nee, da sind irgendwie okay. 10 Höhlen übereinander. Das ist, keine Ahnung. Die lasse ich meistens auch aus, weil es fehlt ja am Ende immer einer von den Bossen. Und es sieht aus, ob die alle übereinander stehen. Und du findest es einfach nicht. Genau, einen brauchen wir jetzt noch. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen abseits. Da hinten haben wir den letzten. Ach, bist du schon wieder da? Halt, war das der falsche? Und das war er nicht. Hey, der muss doch genau hier sein. Ritual unterbrochen. Da ist er, oder? Ja, das, oder? Das ist er. Aber irgendwie anscheinend tot. Also das muss ja in der Höhle sein, woanders kann es ja gar nicht. Ja, siehste. So. Dann nach Nagrand. Aber mit den 3 Bonuszielen müssten wir auch noch ein Level etwa machen. Wie hoch bist du denn jetzt? 98. Hm. 97. Ja, ab 98 kannst du, glaube ich, in Legion die Invasion machen, ne? Ja. Mehr brauchst du da natürlich nicht. Die bringt ja auch nochmal richtig gut EP. Können ja beim Dunkelmond nochmal vorbei und dann nach Legion. Stimmt, ja, das können wir machen. Da kommt nochmal gut was zusammen. Aber jetzt im Schnitt haben wir doch relativ viele Level gemacht, ne? Wenn du es jetzt heute siehst, zieht der Teil halt schon gut hoch. Ja, man sieht, dass wir in Pandaria, weiß ich nicht, 3 Folgen hast du gebraucht. Ja, das ist echt. Und dreh nur eine. Ja, das ist halt so krass, ne? Was du hier mehr an EP machst. Es wird halt einfach noch länger dauern, wenn du in Pandaria nicht noch die Schätze hättest, ne? Da hast du ja auch noch mal ganz gut was vom Level. Ja, du kannst halt echt rechnen, dass du in MOP, so 3 Level schaffst du pro Stunde, so grob würde ich sagen. Na? Und wenn du jetzt schaust, in Burning Crusade, so zwischen, ja, so zwischen 70 und 80 brauchst du etwa 5, hast du etwa 5 pro Stunde und davor sind es eher 6 und Classic sind es halt dann eher 7 Level oder so, was du schaffen kannst. Also es halt, geht schon gut nach oben dann. Ich weiß gar nicht, wie lange du jetzt brauchst, wenn du jetzt zum Beispiel nur Inseln spammst von 110 auf 120, das sind bestimmt so 5 Stunden oder so. So im Dreh wirst du wahrscheinlich brauchen. Ja gut, aber Level dauert auch nicht mehr lang. Wahrscheinlich sogar. Ja. Es geht. Vor allem die Inseln machst du halt so nebenbei, ne? Ich glaube, wenn du wirklich sogar richtig aktiv levelst, dann fast schneller bist als durch Inseln. Meinst du? Ja, aber du bekommst halt pro Quest, habe ich fast 30.000 bekommen. Ja, aber du kriegst halt so viel EP durch die Mobs von den Inseln mittlerweile, ne? Wenn du erholt bist und ein Ding hast, das haut richtig rein, was du da an EP kriegst. Gut, aber wenn du manchmal in so eine richtige Gammelgrube reinkommst, die gefühlt eine Stunde von der NHC-Insel baut. Gut, das ist halt was anderes. Du musst dann halt mit einer vernünftigen, also teilweise hast du ja
Gruppen, wo du in 4 Minuten, 5 Minuten durchkommst. Das ist natürlich dann eine krasse Geschichte, ne? Und dann levelst du halt auch effizient. Die Lowchars killen den Boss hier, ne? So, zwei Würfel brauchen wir 92. noch. Habt ihr alle? Ich brauch nur zwei Wölfe. Ich hab alles. Einen Wolf brauche ich noch. Ist da noch einer bei euch? Ah, perfekt. Hab's, danke. War der Dings. Vorräte. Dann können wir jetzt rüber zu diesen Säbeltronnen-Typen. 90 kriegt man keine Bonusziele? Du musst hier 98 managen, so. Ach so. Ah, okay, das ist ein. Ja, gut, du hast Minimum-Level, ne? War das vorhin, was du verpasst hast, das eine Level? Hier gibt's auch noch eine Quest, die können wir annehmen. Sachen anklicken. So, da la. Ja, ist halt jetzt blöd, weil du zu niedrig bist, ne, dass du die Sachen hier kriegst. Kannst du die Bonus-Sachen aufmachen, also die Objectives? Wäre vielleicht eine Option, dann kannst du ein bisschen nachleveln noch. Weil die bringen ja auch relativ gut EP. Ein verängstigen Geist. Ah, perfekt. Ja, es bringt jetzt aber schon ein bisschen weniger, ne? 120k kriege ich jetzt noch, aber es ist immer noch ziemlich viel. Immer noch mehr, als was du durch irgendwas anders kriegen würdest. Brauche noch drei Items. Ja, ich muss auch noch, brauche noch ein paar Schädel. Was? Eine Insel gemacht? Danke. Zwei Haustiere? Ja, nicht schlecht. Oh, hier sind ein Haufen Schädel drin. Ja, gerade alles abgefarmt, aber scheinbar kannst du ja auch doppelt sammeln. Jo, genau. Also, das finde ich auch vernünftig, ne? Dass jeder sein Zeug looten kann. Also, ist zwar vielleicht nicht unbedingt logisch, wenn du in einer Höhle alle Schädel looten kannst, aber gameplay-technisch ist es natürlich sinniger. Dann haben wir jetzt noch eine, ne? Hier ganz unten. Ab zum Hafen. Ab zum Hafen, richtig. Wie willst du den Hafer bitte schon alleine machen? Als Leveljahr. Eine Frechheit, was du da alles machen musst. Schon eine gefühlte Stunde dran. Es sind relativ knackig, ja. Also die Mobs sind halt ziemlich stark an sich, aber es geht schon. Aber da. Das und die Messeforest-Festung ist halt viel zu extrem. Also ich sterbe da meistens auf jeden Fall einmal, weil ich immer meine, ich kann alles zusammenpullen und dann geht es oft mal schief. Und dann lege ich im Dreck und dann mache ich das gleiche nochmal und dann so beim zweiten Mal bekomme ich dann die Erkenntnis, okay, ja, vielleicht machst du es doch lieber langsam. Boah, aber die Müdigkeit, die schlägt jetzt schon echt zu. Ah, da haben wir so die Axt.
Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht, ne? Ja, na gut, er kann jetzt hier gar nicht mehr mitmachen, ne? Trotzdem hat er ja auch einige Levels gemacht. Ja, Kann auch klar. zufrieden sein. Also, ich denke mal, es hat ihm schon was gebracht. Ob ich morgen schon. Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Habe ich wahrscheinlich den noch ein bisschen soweit auf dem Stand. Muss ich mal gucken, weil wie gesagt, den wollte ich ja mit meiner Cousine zusammen leveln. Also, dass sie da auf jeden Fall mitmachen kann. Und da muss ich mir mal abquatschen, wann die kann. Das weiß ich jetzt noch nicht. Deswegen morgen fange ich den wahrscheinlich nicht an. Ich dachte halt, dass ich mit dem hier noch wesentlich länger brauchen werde, weißt du? Deswegen. Ach komm, jetzt hittet er mich doch noch hier. Blöde Mob. Muss ja hier 12 Kisten. Zählen die Kisten für dich auch? Die Nee, musst ich du. doch. Eine Doch, habe ich. doch. Ja, die musst du Ja. nämlich zerstören, okay. Perfekt. Mal so was Sinniges. Mal gucken, vielleicht kann die ja morgen schon. Muss ich mal abchecken. Wäre ja eigentlich die Woche ganz sinnig, weil es halt auch den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff noch gibt, ne? Kann man schon nochmal ein bisschen mehr leveln als sonst. Einen Typen brauchen wir noch, ne? Oh, da hinten ist auch noch ein Schatz. Ja, Perfekt. yeah, ich habe Erfolg bekommen, 10 Erfolgspunkte. Na siehste, hat da was gebracht. Ob ich das noch nicht gemacht habe. Mir fehlen noch 17% für Level 100, aber trotzdem richtig gut. Gut, gut, gut. Ja, mir fehlt jetzt auch noch ein paar, damit dass ich 102 bin, nicht mehr so viel. Okay, das war wahrscheinlich keine gute Idee, hier unten rein zu latschen. Du bist im Keller da. Ja, und wollte den Schatz holen, aber hier sind ewig viele Mobs. Na ja, gut, aber selbst wenn ich jetzt sterbe, ist wurscht, der Buff ist eh nur 3 Minuten drauf. Kann man ja noch ein paar Schätze theoretisch machen. Dann müsste es ja eh passen. Dann einfach die Dings hier danach leechen. Oder wie lang ist denn die Invasion jetzt noch? 1 Stunde und irgendwas. Geht ja voll klar. Nee, aber die Taktik hat mich jetzt auf jeden Fall überzeugt, ne? Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Soweit. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Also beim Zandalari mache ich das auch. Weil hier flackt ja auch ewig viel rum, ne? Also wenn du da noch ein paar Schätze aufmachst, dann müsstest du auf jeden Fall noch auf 100 kommen und ich auf 102. Brauchst du, glaube ich, nur einen Schatz oder so, dann habe ich es eh. Ja, 7%. Von mir aus können wir danach direkt legion. Jo, wunderbar. Ja, ich bin 102 jetzt. Ich Buffs weiß jetzt. laufen aus in ein paar Sekunden und dann haben wir es perfekt eine Stunde geschafft. Ja, das sind halt einfach, ja, ich war 100, ich war 91, ne, bin jetzt 102. Also, das sind auch wirklich die 10 Level. So, fertig. Perfekt, perfekt. Weiß ich nicht, Gut. wie es aussieht, ob ihr So. dann. Soll ich ein Ja, Portal die stellen? Invasion kann ich kurz noch durchziehen. Oder und die Bonusziele, wenn du willst. Jo, klar, wäre cool. Dann sind wir da halt auf jeden Fall wesentlich zügiger durch. Wollt ihr dann nochmal kurz einen Break machen oder wie sieht's aus? Ja. Braucht kein Break. Eben die Inva, das dauert ja auch nur was? 15 Minuten? 20 Minuten?
18 Minuten. Und 120, ich kann ja die ganze fette Type auch ganz weg. Ja, weißt du, da gibt es ja auch diese Bonusziele, wenn er jetzt noch Lust hat. Ach so. Dann könnte man das halt gleich machen, dann brauche ich danach nichts mehr anderes machen, weißt du. Kann man das ja gleich verbinden. Dann holen wir uns nochmal den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff ab, oder? Und gut ist. Nicht auch genau auf eine Stunde passt, ne? Also. Gut. Für die Folge soll es das gewesen sein. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.